Matthias Amberg, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familien- und Erbrecht sowie Inhaber der Kanzlei Matthias Amberg. Unser heutiges Thema: Umgang im Corona-Modus, mein Kind soll sich nicht anstecken, ist ein Thema, was hohe Wellen schlägt. Und es ist klar, die Corona-Pandemie hat unser ganzes Leben maßgeblich beeinflusst aktuell. Und insofern sind viele Unsicherheiten aufgetreten, vor allem was das Thema Umgang betrifft. Unsere Ratgebersendung will einige dieser Unsicherheiten aufgreifen und die passenden Antworten dazu geben. Gleichzeitig bitte ich allerdings um Verständnis, dass diese Ratgebersendung keine individuelle Beratung ersetzen kann. Wir können nur einige Fragen beantworten. Wenn wir das ganze komplexe Thema Umgang behandeln würden, würde ich Ihnen mindestens 3 Stunden lang was zu diesem Thema erzählen. Und dann wird es auch irgendwann langweilig. Von daher müssen wir uns mit den wichtigsten Fragen beschäftigen. Und die erste Frage, die sich stellt, ist, ob in den heutigen Pandemiezeiten überhaupt noch Umgang stattfinden kann. Wir haben eine hohe Ansteckungsgefahr, gar keine Frage. Diese hohe Ansteckungsgefahr hat sogar dazu geführt, dass die Schulpflicht ausgesetzt worden ist. Das wäre vor einigen Wochen noch undenkbar gewesen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr von den Großeltern betreuen lassen sollen. Kann in diesen Zeiten überhaupt noch Umgang stattfinden? Die Antwort ganz klar: ja. Denn man muss sich etwas genauer mit der Frage beschäftigen, warum die Schulpflicht ausgesetzt worden ist. Das hängt damit zusammen, dass Massenveranstaltungen nicht mehr stattfinden sollen und Schule, zumindest in der Pause, ist durchaus eine Massenveranstaltung. Das ist überhaupt nicht vergleichbar damit, dass Vater oder Mutter mit ihrem Kind Umgang ausüben. Die nächste Frage: warum sollen Großeltern nicht mehr ihre Kinder betreuen? Das hängt damit zusammen, dass Großeltern einfach zu der älteren Generation gehören, die besonders von dem Coronavirus beeinträchtigt sind. Bei ihnen kann die Erkrankung tödlich verlaufen. Das ist wiederum nicht vergleichbar mit der Tatsache, dass Vater und oder Mutter Umgang mit ihrem Kind haben. Das heißt, man kann nicht argumentieren, dass aufgrund der allgemeinen Ansteckungsgefahr der Umgang nicht stattfinden darf. Das zweite Thema ist Ausgangsbeschränkungen. In allen Bundesländern in Deutschland sind mittlerweile Ausgangsbeschränkungen beschlossen worden. Das heißt, kann deswegen ein Umgang nicht mehr stattfinden? Da muss man sich die Allgemeinverfügung anschauen, in der ausdrücklich geregelt worden ist, dass Umgang stattfinden darf, weil die Eltern dürfen zum Zwecke des Umgangs zu ihrem Kind fahren, das Kind abholen. Das heißt, die Ausgangsbeschränkungen haben nichts damit zu tun, dass kein Umgang mehr stattfinden kann. Die dritte Frage ist: was ist mit der Quarantäne? Und da muss man natürlich genau hinschauen, welche Quarantäne ist es eigentlich? Es gibt Empfehlungen, meine Damen und Herren, vom Robert-Koch-Institut, dass, wenn man zum Beispiel zuletzt im Urlaub in Ägypten war, sich freiwillig in Quarantäne begibt. Das führt nicht dazu, dass ein Umgang verweigert werden kann. Wenn es eine echte Quarantäne ist, die vom Gesundheitsamt angeordnet wird, da würde man sich sogar strafbar machen, wenn man diese Quarantäne verlassen würde, um Umgang auszuüben. Aber selbst da hat man die Möglichkeit, Kontakt zu seinen Kindern zu pflegen. Denken Sie an Videochat. Ja? Und gerade in dieser unsicheren Zeit ist es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder nicht noch zusätzlich verunsichert werden. Die nächste Frage, die immer wieder auftaucht, ist: was ist, wenn ein begleiteter Umgang angeordnet worden ist? Umgangsbegleitung bedeutet, dass der Umgang nicht ohne Aufsicht stattfindet. Dafür gibt es aber immer einen Grund, nämlich Grund Kindeswohlgefährdung. Wenn also der Umgang ohne dritte Person stattfinden würde, würde die Gefahr bestehen, dass der Umgang für das Kind schädlich ist. In diesen Fällen ordnet meistens das Familiengericht eine Umgangsbegleitung durch eine dritte Person vom Jugendamt oder der Erziehungsberatungsstelle an. Bloß Jugendämter, Erziehungsberatungsstellen sagen: nee, wir machen in der aktuellen Situation keine Umgangsbegleitung. Dann findet auch kein Umgang statt, denn das Kindeswohl steht immer an erster Stelle. Sie merken, meine Damen und Herren, das ist ein sehr komplexes Thema.
Wichtig ist mir allerdings, dass Sie immer das Kindeswohl in den Vordergrund stellen. Grundsätzlich brauchen die Kinder beide Eltern, sprich Vater und Mutter. Das heißt, versuchen Sie nicht, die Partnerebene mit der Elternebene zu verwechseln. Auf der Partnerebene dürfen Sie sagen, mein Ex-Partner ist ein riesengroßer Idiot. Auf der Elternebene geht es nicht um Sie, sondern geht es um Ihre Kinder. Deswegen versuchen Sie, die Kinder aus elterlichen Konflikten herauszuhalten und versuchen Sie gerade in der aktuellen Zeit, so viel Umgang und Kontakt mit Ihren Kindern zu pflegen wie nur möglich. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.